Vizepräsident, liebe Abgeordnete, liebe Gäste. Der Bericht, das klang bereits in der bisherigen Debatte an, ist einer, den wir heute zur Kenntnis nehmen und einen Zwischenschritt darstellt nach einem langen Prozess, an dem wir als Mitglieder des Landtages sowie auch viele andere Akteure partizipieren konnten, wie zum Beispiel bei der Transferoffensive. Wir wurden auch eingeladen, vor Ort mitzudiskutieren, was ich sehr positiv fand zur Öffnung dieses Prozesses. Und auch, und das muss man auch noch mal zur Kenntnis geben, das MWFK hat sehr viel Arbeit und Zeit in diesen Transferbericht gesteckt, um diesem Schwerpunkt auch nachzukommen. Vielen Dank dafür an die Mitarbeitenden des MWFK. Der Auftrag, den Transfer auszubauen, wurde bereits im Hochschulentwicklungsplan 2013 festgeschrieben und in diesem wurde festgehalten, dass die Drittmitteleinwerbung über die Kooperation mit der Wirtschaft in Brandenburg zu erhöhen sei. Jetzt wird es Sie nicht überraschen und auch nichts Neues sein, dass ich als ehemaliges studentisches Mitglied in diversen Gremien der akademischen Selbstverwaltung und auch wir als Linke durchaus Kritik an der Drittmittelfokussierung von Hochschulpolitik haben, weil Wissenschaft sich nicht abhängig machen darf von kurzweiligen wirtschaftlichen Interessen. Hochschulen sind für uns keine Orte, an denen wir schnellstmöglich den Unternehmen passendes Humankapital produzieren, sondern Hochschulen sind Orte, an denen Analyse und Reflexion gesellschaftlicher Entwicklung stattfinden muss und an denen auch Lösungen für gesellschaftliche Probleme entwickelt werden sollen und Hochschulen auch gewillt sind, zu diesen Lösungen beizutragen. Deswegen begrüße ich es außerordentlich, dass der Transferbegriff um die gesellschaftliche Dimension erweitert wurde und nun aus einer Trias besteht, nämlich der Trias Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Dies ist eine gleichberechtigte Trias, in der alle Impulse geben können, aufnehmen sollen, in denen alle an Lösungsvorschlägen arbeiten und diese einbringen sollen. Und es geht nicht nur um diese Trias, sondern es geht auch natürlich um Interdisziplinarität. Das heißt also auch um die Zusammenarbeit der unterschiedlichen wissenschaftlichen Einrichtungen mit ihren thematischen Schwerpunkten, um auch dort Synergieeffekte hervorzubringen. In der heutigen Debatte klang bereits an, der Fokus des Berichtes zur Transferstrategie liegt auf der Kommunikation von Wissen, auf Beratung, Anwendung. Es gibt drei Handlungsfelder, die dargestellt werden, die jeweils mit konkreten Punkten untersetzt wurden und die ich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte. Wie gesagt, wir haben auch im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur bereits breit darüber diskutiert. Nichtsdestotrotz würde ich aber gerne noch vier Wünsche an die weitere Realisierung und Umsetzung des Transferberichtes vorbringen. Und zwar erstens, wenn wir davon ausgehen, dass die Zivilgesellschaft eben gleichberechtigter Teil dieser Trias ist, dann finde ich auch, dass er noch stärker in den Handlungsfeldern Berücksichtigung finden muss. Um das konkret zu machen an einem Beispiel, eines der Handlungsfelder, wie gesagt, umfasst die Botschaft, Transparenz zu ermöglichen. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Transparenz zwischen den Einrichtungen, die miteinander arbeiten, sondern es geht auch um die Transparenz in die Gesellschaft hinein. Das heißt also die Öffnung der Hochschulen, die Öffnung der Unternehmen, um deutlich zu machen, was alles passiert jeweils. Und auch die Gesellschaft mitzunehmen und mitzudiskutieren. Der zweite Punkt ist, dass mir aufgefallen ist, dass die Handlungsfelder sehr, sehr stark darauf fokussiert sind, die Anpassungen im Wissenschaftsbereich zu befördern. Ich glaube, dass wir auch alle anderen Akteure oder alle anderen Akteure klare Anforderungen definieren müssen und wünsche mir, dass das auch im Prozess geschehen wird und umgesetzt wird. Der dritte Punkt ist, in dem Bericht wird auch von Empfehlungen an die Politik gesprochen und das ist unsere Hausaufgabe, die wir aus der heutigen Sitzung vielleicht mitnehmen sollen, können und dürfen, um auch diese Empfehlungen an die Politik zu berücksichtigen und zu diskutieren. Und der vierte und letzte Punkt ist, dass wir mit der Änderung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes im Jahr 2014, Anfang 2014, an den Hochschulen einen Ethikrat installiert haben, der die Möglichkeit haben soll, sich anzugucken, welche Drittmittel von wem eingeworben werden. Und in den Handlungsfeldern gibt es leider bisher noch keinen Punkt, der genau das darstellt, zu berücksichtigen, dass eben nicht nur Erkenntnisse befördert werden, die auch gewollt sind gesellschaftlich, sondern dass den Hochschulen auch weiterhin die Freiheit gegeben wird, zu forschen und Erkenntnisse auch in ihrem Sinne herbeizuführen. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist,
im Handlungsfeld 3 und da bin ich im direkten Widerspruch zu Herrn Schirak. Es ist schön, wenn natürlich auch Transferleistungen anerkannt werden bei den Professoren, aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, der Kern von Wissenschaft ist immer noch die Lehre und die Forschung an den Hochschulen und deswegen finde ich, dass der Punkt Berufungen, Freisemester und Transfer Professoren einzurichten vielleicht ein kleines bisschen weit geht. Vielleicht diskutieren wir darüber an anderer Stelle nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank.